Das Sportwochenende ist zwar vorbei, aber die Berlin Sports Week noch lange nicht. Die erste Juniwoche, die hat es ganz schön in sich versprochen. Aber vor den Hotshots des dritten Tages gibt es einen kleinen Blick auf gestern Abend. Die Albatrosse gewannen gegen Titelverteidiger Bayern München 101:88. Ganze 20 Punkte gelangen Reggie Redding. Und damit führt Alba 2:1 in der Halbfinal-Playoff-Serie und kann morgen in München das Finale perfekt machen. Übrigens steht der Endspielgegner auch schon fest, die Brose Baskets aus Bamberg. Damit zum Montag, und der ist nicht etwa Schontag, nein, an der Potsdamer Straße wurde nämlich geboxt. Integration und Sportförderung stehen beim Boxverein Easy Gym und vor allem beim Bundesverband Deutscher Sportstiftungen auf dem Programm. Stiftungen sind in sehr großem Umfang im Sportbereich aktiv. Einerseits fördern sie den Sport auf ganz unterschiedliche Art und Weise und andererseits nutzen Stiftungen auch oft den Sport als Mittel, um damit andere Zwecke wie zum Beispiel Kultur oder Integration zu erreichen. Sportstiftungen werden immer bedeutender. Laut aktuellem Report ist jede 10. im Sport aktiv und insgesamt sind das mittlerweile 2000 Stück. Und davon profitieren unter anderem, wie hier im Boxverein Easy Gym, Nachwuchssportler wie Sophie Alisch. Ja, Leute, macht Sport, kommt von der Straße. Sport kann auch Spaß machen und nicht nur Horror sein. Irgendwie so. Geschlagen wurde auch beim offenen Tischtennistreff des Berliner Sportclubs, allerdings auf kleine Plastikbälle. Dort konnte jeder Teilnehmer ganz schnell etwas zum Tischtennis-ABC lernen. Da hätten wir A wie Anschneiden, B wie Ballgeschwindigkeit und C wie Chinesen, denn die beherrschen das Spiel auf der Platte wie keine andere Nation. Insgesamt war es E wie emotional und natürlich S wie Spitze. Für mich ist immer der kurze Tischtennis-Moment, einfach zu sehen, wie die Jugendlichen hier heranreifen. Also manche Spiele habe ich hier auch schon seit 7 Jahren und einfach die Fortschritte zu sehen. Manche studieren jetzt. Ja, also man wächst mit den Jugendlichen hier zusammen. Die Arbeit macht einfach Spaß. Während die Tischtennisspieler trocken blieben, wurde es für unseren Moderator Nils bei den Wake Masters im Tempelhofer Hafen richtig nass. Da das Mitmachen und Sporterleben bei der Berlin Sports Week ganz weit oben steht, wagte er sich einfach mal aufs Brett und nahm sogar die ein oder andere kleine Hürde mit. Wer nun selbst Lust bekommen hat, muss jetzt genau zuhören. Ja, so ein paar Freiplätze haben wir auf jeden Fall noch. Da geht es dann, wie gesagt, wake-masters.com. Einzige Bedingung ist Badehose einpacken, Strandtuch mit einpacken, den Rest stellen wir und dann geht es eigentlich nach einer kurzen Einweisung auch schon los. Krassen Sport mit jeder Menge Action gibt es bei der Berlin Sports Week auch morgen. Neben der Wahl zum deutschen Fußballbotschafter stehen die Pressekonferenz zum ISTAF und Rugby zum Kennenlernen auf dem Programm. Außerdem ein ganz besonderes i-Tüpfelchen. Wir zeigen euch morgen ab 13 Uhr die Auslosung zu den European Maccabi Games live. Ab 13 Uhr auf Hauptstadtsport TV. Klickt rein.